Was mache ich jetzt mit dir? Was fange ich mit dir an? Hast du vielleicht irgendeine Idee? Ich wäre so gern Subwoofer. Du und Subwoofer. Man muss auch noch ein bisschen wachsen, oder? Also, nee, tut mir leid. Subwoofer, das geht gar nicht. Also, nein. Hast du irgendeine andere Idee vielleicht noch? Vielleicht Hochtöner. Ja, du hast einen super Hochtonbereich. Ich habe dich ja nun schon vorgehabt zweimal. Ist geil. Ist wirklich gut. Aber jetzt nur als Hochtöner? Zusammen mit deinen anderen Kumpels? Nein, tut mir leid. Du kannst doch mehr. Glaub doch einfach mal an dich. Hast du sonst noch irgendeine Idee? Transmission Line. Also das ist eine gute Idee. Ich glaube, das können wir beide mal versuchen, oder? Hallo, moin moin, servus, grüß Gott, wo auch immer ihr herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ja, ich habe mir was Neues ausgedacht. Und zwar geht es hier um dieses Chassis. Das ist der BB04 Black von Omnis Audio. Den gibt es bei Blue Planet Acoustic. Und den habe ich ja jetzt schon ein bisschen länger liegen. Ich habe ja vor kurzem mal eine alte Entwicklung von mir repariert, sage ich mal. Da mussten neue Breitbänder rein. Da habe ich schon zwei Stück davon verbaut. Damals war ich sehr angetan davon. Das hat sehr gut funktioniert. Wer Interesse hat, das Video verlinke ich euch hier nochmal. Und ja, dementsprechend hatte ich mir dann ja auch zwei mehr angeschafft. Und ja, die liegen seitdem rum. Wir hatten das Kugelbox-Projekt. Das war diese Geschichte mit der hochpassgefilterten Bassbox und obendrauf das gute Stück auf einer offenen Schallwand. Damit habe ich rumgefummelt. Mein Endfazit war allerdings, dass ja speziell der Bass, es ging dabei gar nicht mal so um den Breitbänder, das waren so ein bisschen Perlen vor die Säue. Ich habe versucht, meine Kugelbox dazu mitzuverbauen, dass ich da irgendwas mit mache. Und ja, letztendlich war das so ein bisschen von hinten durchs Auge, sage ich mal. Es war einfach nicht hundertprozentig das Ganze. Nur ums zu verbauen, war mir das einfach alles zu schade. Und deshalb ist das die ganze Geschichte übrigens wieder auseinandergebaut in der Ecke. Trotzdem waren es interessante Videos. Auch das in der Ecke verlinkt. Nun denn, ich habe diesen BB04 immer noch liegen. Und ich sehe ihn jeden Tag bei mir liegen. Und ich denke mir, ich muss mit dir was machen. Ich muss irgendwas mit dir machen. Weil er ist grandios. Er hat einen super geilen Hochtonbereich. Ich war hin und weg von diesem Ding. Und jetzt will ich den endlich verbauen. Und ich habe ein bisschen rumgeschaut, was man da machen kann. Und ja, da kommen wir heute mal drauf. Heute fangen wir mal an mit der Simulation mit AJ Horn wieder. AJ Horn ist also auch wieder mit von der Partie. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir den reinprügeln können, dass er ganz alleine mit ordentlich Bass auch laufen kann. Das ist Thema 1. Thema 2, kurz das Ding mal beiseite legen hier. Buff. Thema 2. Letztes Mal hatte ich mal rumgefragt, letztes Mal, vorletztes Mal war es sogar schon, rumgefragt, Leute, TSP-Messung, da muss man die Membran beschweren, was für ein Klebezeug nehmt ihr? Ich habe mir einige Vorschläge gemacht und ja, der eine Kollege, der Klaus, der hat sich gleich am Anfang gemeldet und heute ist, siehe da, sein Päckchen gekommen mit dem Material zum Membranbeschweren beim Messen. Es ist noch original verschlossen. Ich mache es jetzt hier live und Farbe auf. Aufpassen, dass ihr das Adressetikett nicht seht. Wir wollen ja nicht, dass alle zum Klaus gehen und sagen, will ich auch haben. So, und jetzt haben wir es offen. Zack. Klaus, hast du gut verpackt, danke. Eieieiei. So, das ist dieses Material. Und das ist aus dem Autokarosseriebereich ein Dichtmaterial. Das kann man so ein bisschen ja, in der Hand warm machen, hat Klaus mir geschrieben. Und dann klebt das eigentlich recht gut auf einer Membran. Auch das muss ich dann jetzt also erstmal
auswiegen. Meine, ja, 20 Gramm habe ich ja meist in etwa. Damit komme ich ganz gut hin. Das ist mit Sicherheit ein bisschen mehr. Du, werde ich mal ausprobieren. Klaus, vielen, vielen Dank. Super. Aber jetzt erstmal zum Breitbänder rüber in den Rechner. Ich will ja jetzt nicht die Hoffnung verlieren, dass hier aus diesem Projekt auch eine richtige Box wird. Letztes Jahr haben wir ja schon so ein paar Sachen gehabt, die, ja, ich denke auch nachgebaut wurden, jedenfalls nach Rückmeldung. Und ich denke, das Ding, das könnte auch so ein kleiner Knaller werden im Grunde, falls das jemand nachbauen möchte. Also wie gesagt, habe ich hier den BB04 jetzt liegen und der BB04, habt ihr vorhin ja gehört, Transmission Line, möchte also eine Transmission Line werden. Ja, mal gucken, ob wir das wirklich hinkriegen. IJ Horn habe ich am Rechner hier auch schon offen und das Ganze wollen wir jetzt mal hinfummeln. Und ja, dazu wechseln wir mal rüber zum Rechner jetzt, gucken uns das Ganze mal an. Ich habe hier erstmal von Omnis Audio die Webseite geöffnet, wo das gute Stück, ups, dargestellt ist. Den haben wir also hier. Was mich dann natürlich zuallererst interessiert, ist folgendes: die TSPs. Die sind hier dargestellt. Okay. Diese ganzen Parameter habe ich bei IJ Horn jetzt im Grunde hier auch schon reingepackt. Die findet ihr hier also wieder. Und IJ Horn möchte ja immer genau wissen, was für ein Treiber es ist. Das kann man hier alles munter eingeben und dann ist die Sache hübsch. Was hier normalerweise nicht angegeben ist, und das ist so typisch in den ganzen Datenblättern, dass es nicht angegeben ist, ist die Impedanz bei 1 kHz und bei 10 kHz. Ja, wie soll es anders sein? Die finde ich auch hier nicht. Und deshalb ist bei AJ Horn diese Impedanz jetzt hier mit 8 Ohm angegeben. Wenn ihr diese Werte nicht habt und nicht ermitteln könnt, ist es nicht ganz so schlimm. Das sind Sachen, die erst bei höheren Frequenzen im Grunde ziehen. Bei Mittel- und Hochtonhörnern unter Umständen, wenn ihr die simuliert. Für meine, ja, ich sag mal, Art Transmission Line, die ich jetzt vorhabe, denke ich mal, werde ich diese Werte nicht brauchen, aber ich kann sie trotzdem mal kurz ermitteln. Und ja, wir wären hier nicht in Franks Werkstatt, wenn wir das nicht mal schnell machen würden. RIW ist nämlich schon offen. Das Chassis hier habe ich angeschlossen über zwei Klemmen. Ich lasse es jetzt einfach mal so liegen. Normal müsste ich es wieder in die Hand nehmen und so ein bisschen schräg halten. Oder ich kann es ja richtig machen. Ich schnappe das jetzt mal, halte das hier einfach mal genauso hin, wie es gewünscht ist. Dass es im Grunde rundherum nur Luft hat und frei schwingen kann und nicht gleich eine Reflexion hier zurückkommt. Ja, und dann starte ich die Messung. So, und siehe da, da haben wir auf dem Bildschirm den Impedanzverlauf von dem Chassis. Da könnt ihr schon sehen, dass die Induktivität von diesem Breitbänder nicht besonders hoch ist, weil diese Kurve recht flach rausläuft. Dieser Buckel ist übrigens charakteristisch bei diesem Chassis. Was uns jetzt interessiert, ist dann wieder tatsächlich die Impedanz bei 1 kHz. Da können wir uns mal merken, 4,45. Und bei 10 kHz haben wir hier, na, da merken wir uns jetzt mal 6,3. Also 4,45 und 6,3. Diese Werte trage ich jetzt hier noch nach. 4,45 und 6,3. Okay. Sind drin. Damit habe ich diese ganzen Parameter jetzt hier verwurstet. Okay. Wie geht's weiter? Wie gehe ich weiter vor? Jetzt gehen wir hier auf den Tab Horn bei AJ Horn. Haben wir alles schon gehabt. Wer es nicht weiß, mit AJ Horn kann man wunderbar Gehäuse simulieren, die nicht unbedingt Standard sind. Bei vielen Simulationsprogrammen sind halt drin Standard Bassreflex, Bandpässe vierter Ordnung, Bandpässe sechster Ordnung, geschlossene Gehäuse natürlich. Und ja, diese ganzen anderen Möglichkeiten, die man hat, eine Transmission Line, die sich verjüngt, die sich öffnet, eine TQVT, diverse Hornmöglichkeiten, die könnt ihr wunderbar mit AJ Horn simulieren. Also dieses AJ Horn, das Horn, ja, klar, es ist sehr gut nutzbar für Hornlautsprecher, aber es gibt diverse andere Möglichkeiten und Varianten. Und
Ihr könnt damit sehr, sehr schön im Vorab schauen, wie verhält sich der Treiber auf eurer wilden Gehäusekonstruktion. Und ja, das wollen wir ja, wie gesagt, heute auch machen. Wenn ich das standardmäßig starte, dann habe ich jetzt hier nichts weiter als, ich zeige es euch, ich muss einmal auf Start drücken, ein geschlossenes Gehäuse im Grunde. Ein einfaches geschlossenes Gehäuse. Und ja, da sind diese Werte jetzt hier eher nicht ausschlaggebend. Und weil ich keine Länge drin habe hier, das heißt, das ist die Hornlänge. Ich verlinke euch mal die Webseite von AJ Horn unterm Video. Da sind Unterlagen, die könnt ihr euch vielleicht mal runterladen. Und da gibt es auch eine Demo-Version. Das ist vielleicht das Einfachste, damit ich nicht alles einzeln noch durchkauen muss. Jedenfalls habe ich jetzt hier kein Horn davor. Die Hornlänge ist zu 0 gesetzt. Das Einzige, was ich habe, ist ein Rückenkammervolumen von 20 Liter und eine Tiefe von diesem Volumen von 20 Zentimetern. Ja, und das ist im Grunde dann hier im Rücken des Chassis diese Kammer. Und ja, 20 Liter, mehr ist das nicht. Im Grunde habe ich meinen Breitbänder jetzt also auf einem 20 Liter geschlossenen Volumen simuliert. Und was kommt da raus? Wenn wir uns anschauen, da kommt jenes bei raus hier. Diese Kurve kommt bei raus. Und da seht ihr schon, dass das Ding eigentlich ja, als Tieftöner, jedenfalls in einem geschlossenen Volumen, nicht wirklich taugt. Weil er hat hier sein Maximum bei weit über 100 Hertz und fällt schon stark ab. Ja. Und dann ist er schon gegenüber dem lautesten Punkt bei 60 Hertz schon etwa 10 dB leiser. Das heißt, das gute Stück taugt nicht wirklich hier als ja, Tieftöner. Aber es gibt ja Tricks und Möglichkeiten. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie wir vielleicht doch ein bisschen mehr rauskitzeln könnten. Also BB04 hat sich ja gewünscht, Transmission Line. Und von daher versuchen wir es einfach mal. Erstmal jetzt, ja, und was machen wir denn jetzt im Grunde? Wir möchten eigentlich hinter dem Chassis, dahinter, irgendeine Konstruktion haben. Die nennen wir jetzt erstmal Horn. Und deshalb sagen wir, das gute Stück ist rear-loaded. So, die Kontur ist mir jetzt erstmal egal. Man könnte ja eine sich öffnende Kontur auf verschiedenen Möglichkeiten machen. Das kann erst weit auseinander gehen, dann gerade weiter. Oder es bleibt noch schlank und öffnet sich erst zum Schluss. Es ist erstmal völlig Wumpe, was wir hier nehmen in diesem Fall. Da kommen wir auch noch gleich drauf, warum. Ich sage jetzt erstmal konisch von mir aus, okay. Ich habe jetzt hier eine sogenannte Halsfläche. Da nehme ich normalerweise erstmal an als Halsfläche die Fläche von der eigentlichen Membran. Und das haben wir ja schon eingetippt, das war da bei den TSPs mit bei. Das sind hier diese 53 Quadratzentimeter. Tippen wir die einfach mal ein. Und jetzt die Länge des Horns. Tja, und da überlege ich mir jetzt, wie lang kann ich sowas machen? Und ich stehe da genauso wie der Ochs vorm Berg wie ihr. Probieren geht über Studieren. Ganz einfache Sache. Ich überlege mir jetzt zum Beispiel, ich möchte vielleicht eine Box haben, die ist 70 cm hoch. Schlankes Ding. Und ich könnte ja diesen Hornverlauf einmal knicken. Dann komme ich auf eine Hornlänge von 1,40 m. Muss man ausprobieren, können wir machen. Okay, also mein Horn, und ich sage immer Horn, obwohl es jetzt erstmal nur irgendeine Tube ist oder sowas, ist 1,40 m lang, 1,4. Und ja, irgendwo muss der Ton wieder rauskommen. Und die Kontur von der Stelle, wo der Ton rauskommt aus meinem Horn, kann ich auch festlegen, auch das ist eine Fläche. Und während ich die Anfangsfläche hier in Quadratzentimetern angebe, gebe ich die Austrittsfläche an in ja, wieder Zentimeter mal Zentimeter, gibt auch eine Fläche. Also dieses H und B ist die Austrittsfläche des Hornes und von mir aus 10 cm breit, 20 cm hoch ist das ganze Ding, also so groß wie ein DIN A5 Blatt etwa. Und dann kann ich hier noch Dämpfungsfaktoren, die lasse ich erstmal weg, eingeben und sage jetzt einfach mal
Start. Buff. So, das ist jetzt mein Horn, was ich gerade simuliert habe. Das ist das Chassis. Ich mache diese Zeichnung einfach mal ein wenig größer. So, dann sieht man es besser. Nochmal einmal nachsimulieren. Ich habe hier mein Chassis, was nach außen strahlt. Jetzt ist links außen. Und dahinter ist nichts weiter als eine lange Röhre. Und diese Röhre fängt an auf Chassisdurchmesser. Das sind diese 53. Und hört auf 10 mal 20, also ungefähr auf 200 Quadratzentimetern, hört diese Röhre auf. Und die Länge ist 1,40 Meter. Und was kommt bei raus? Dieser Frequenzverlauf kommt bei raus. Okay. Und hier seht ihr schon, dass es ordentlich Schalldruck untenrum zusätzlich gibt. Wir sehen hier aber auch eine starke Welligkeit nach hinten raus. Das ist typisch. In so einem Horn laufen Frequenzen hin und her, werden hin und her reflektiert. Und ja, die Kunst ist es jetzt, das gute Stück da so abzustimmen, dass das nicht passiert. Ja, mehr oder weniger klappt das. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, ich habe jetzt noch keine Dämmung in diesem Horn drin. Was bedeutet Dämmung? Dämmung bedeutet, dass ich hier an dieser Stelle weitere Parameter angeben kann im Normalfall, mit denen ich dann letztendlich arbeiten kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Dämpfung mal von 100 reinpacke, das ist am Hornanfang hier eine gewisse Dämpfung, sage wieder Start, dann könnt ihr schon sehen, dass diese Zacken hier deutlich flacher werden in der Simulation. Auch das ziehe ich einfach noch mal größer, dann seht ihr das besser. Diese Zacken werden schon etwas abgeflacht. Und am Hornende kann ich auch noch eine Dämpfung reingeben. 100, sage Start. Und jetzt ja, bekomme ich andere, wie soll ich sagen, Frequenzgänger hier angezeigt. Hier oben lassen die dann komplett nach, die Störungen. Aber letztendlich ist es halt so, man kann da Werte eingeben von 0 bis 1000 für die Dämmung. Und leider gibt es keine Tabelle, keine Ahnung, Stormstoff 3x5 cm schwere Version bringt so und so viel Dämpfung am Anfang oder am Ende vom Horn. Gibt es nicht. Ihr könnt da grob mal irgendwelche Werte reinpacken, könnt rumprobieren. Ihr kommt nachher nicht ums Messen rum, das ist klar. Aber ihr könnt schon mal so ein bisschen gucken, wie was wo funktioniert. Und genau dafür ist es da. Okay, jetzt sind wir also schon so weit, dass wir diese Hornkontur hier haben. Und ich habe ja gesagt, ich mache mir einen Lautsprecher, der ist 70 hoch. Das heißt einmal hoch, einmal runter. Das sind 1,40 Meter, das war die Länge. Und ja, jetzt fange ich einfach mal an, wenn ich ein Gehäuse baue, dann ist es natürlich einfach, wenn ich es gut nachbauen möchte, dass ich einfach parallele Wände habe. Das heißt, und dazu habe ich jetzt den Block hier liegen mit meinem Smiley, der ist ganz wichtig. Wenn ich das Ganze jetzt einfach mal aufmale, dann würde es ja ungefähr so aussehen. Ich male das mal ganz schnell hin. Ich habe hier einen Lautsprecher von der Seite gesehen. So. Ich habe hier irgendwo mein Chassis drin. Okay. Und das geht dann mit einem Mittelbrett, wäre möglich. Einmal runter. Und hier hinten ist der Ausgang. Das heißt, mein Weg, den ihr jetzt hier auf dem Bildschirm habt, mit dem Chassis und der Tube, die dahinter ist, würde laufen so, so und wieder raus. Und für den Nachbau von solchen Sachen ist es natürlich dann easy peasy, wenn ihr einfach nur parallele Wände habt und da nicht noch groß rumeiern müsst. Und ich möchte in diesem Fall das Projekt wirklich einfach halten. Diesen BB04 gibt es für ein Appel und ein Ei. Und ich denke, es ist bestimmt geil für euch, wenn ihr mit ein bisschen Holz und nachher vielleicht noch ein paar Frequenzweichenbauteilen das Ding nachbauen könnt. Das soll ein richtiges schönes Projekt werden, wie gesagt. Deshalb versuche ich das jetzt mal mit geraden Wänden im Grunde zu simulieren, um mich daran zu tasten an ein maximales Ergebnis, was aber auch nachbausicher ist. Und ja, aufgrund dessen müsste ich jetzt eigentlich den Hornanfang genauso groß machen wie das Hornende, damit nachher in eurer Box hier keine schrägen Wände rein müssen.
Das Ding ist also, wie gesagt, am Anfang 53. Ich kann das hier am Anfang ruhig ein bisschen größer machen. Ich mache das jetzt einfach mal 100 Quadratzentimeter groß. Deshalb muss das Ende auch 10 mal 10 sein, macht auch 100. 10 mal 10 und sage ich wieder Start. Ah ja, das seht ihr jetzt schon. Das Ding läuft hier komplett parallel durch. Das Chassis ist jetzt ein bisschen kleiner als der Hornanfang. Hatte ich auch gesagt. Das Chassis selbst hat ja nur 53 Quadratzentimeter, während der Hornanfang jetzt hier 100 Quadratzentimeter hat. Und das gute Stück, und jetzt habe ich nicht drauf geachtet, ich werde nochmal alle Simulationen löschen, nochmal nachsimulieren, hat jetzt im Grunde diesen Frequenzgang hier. Und wenn wir da mal genauer schauen, dann hat der jetzt hier abfallenderweise, naja, schafft er so um die 60 Hertz, hat hier einen riesen Resonanzpeak und einen riesen Einbruch. Das ist noch nicht perfekt, aber wir arbeiten ja dran. Auch dieses Mal gebe ich gerne zu, ich war vorher schon mal bei und habe schon mal ein bisschen vorsimuliert. Nichtsdestotrotz ist das hier jetzt live und in Farbe und ich muss ganz genau überlegen, was ich da tue. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Es ist so, dass ich das Chassis unter Umständen auch an andere Stelle in dieser Transmission Line, sage ich jetzt mal, oder wie man das Ding auch nennen soll, reinsetzen kann. Das heißt, das Chassis wäre ja nicht am Anfang dieser Röhre, sondern es wäre mittendrin. Was hat das dann für einen Effekt? Erstmal möchte ich es so einstellen, damit wir es sehen. Und dazu setze ich jetzt das Chassis im Grunde hier, Position Treiber ist das, ist dieser Parameter, auf die Mitte bei 70 Zentimetern. Das könnt ihr jetzt schon sehen, jetzt ist der mittendrin hier. Und Schall, der jetzt abgestrahlt wird, würde zum einen nach vorne natürlich weggehen und Schall würde in diese Richtung laufen, würde hier rauskommen und hörbar werden. Es gibt aber auch Schall, der läuft hier in das geschlossene Ende rein, wird reflektiert, also im Grunde das Luftvolumen, was hier drin ist, wirkt wie eine Feder, die zusammengedrückt wird und zeitverzögert die Energie wieder abgibt. Und auch diese Energie, die jetzt hier drin steckt, in dieser Luftmasse, in dieser Feder, würde zur Schallabstrahlung beitragen. Und dadurch bekommt man recht interessante Effekte, die man ja kaum auf ein Stück Papier nachrechnen kann. Aber dafür gibt es hier AJ-Horn, dass man genau solche Sachen sehen kann. Und wie sieht das Ding jetzt aus? Und da könnt ihr schon sehen, ich habe jetzt plötzlich diese, ja, wie soll ich sagen, Kurve hier, dass ich zwar an dieser Stelle noch den Pegel habe, fast wie er vorher war, darüber fällt er aber ab. Also im Grunde war das jetzt kontraproduktiv, aber was ihr auch sehen könnt, ist, dass unser tierischer Einbruch, den wir vorher an dieser Stelle hatten, bei 200 Hertz oder knapp drüber, jetzt im Grunde wieder vollständig aufgefüllt wird. Und genau das sind diese Effekte, die entstehen durch irgendwelche Luftmassen in der Box, die komprimiert werden und die Energie wieder zeitverzögert rausgeben. Und auf diese Art und Weise, ja, spielt das ganze System dann zusammen. Und wir versuchen das jetzt natürlich hinzukriegen. Hinbekommen habe ich es ja im Grunde aber auch schon. Und dazu wechseln wir jetzt mal zu einer anderen Simulation, die ich schon habe. Da muss ich nicht alles nochmal eintippen. Und das ist BB04 MLTL. Diese rote Linie und diese schwarze Linie, das war das, was wir vorher gerade schon simuliert haben. Was bei mir jetzt aber rausgekommen ist, ist die blaue Linie, die ich da auf dem Bildschirm habe. Das ist diese. Das ist meine Endsimulation, möchte ich mal sagen, von meiner Transmission Line. Okay. Das Chassis war klar, das ist hier reingepackt. Und mein eigentliches Horn, wie sieht das jetzt aus? Wir haben jetzt eine gesamte Hornlänge hier von 1,6 Metern. Das bedeutet, meine Box ist jetzt noch gewachsen von 70 auf 80 Zentimeter Höhe mit einer Umlenkung drin. Und wir haben eine Mundöffnung von etwa 9 Zentimetern mal 13 Zentimetern. Warum es 13 sind, da kommen wir gleich noch drauf. Und ich habe ein bisschen Dämmung drin, Dämpfung drin. Und das Chassis ist
nach 0,7 Metern des Hornanfangs, also 0,7 Meter von diesem Abstand, sitzt jetzt mein Hörnchen. Oder mein Chassis, Blödsinn. Ja, das ist das, was ich zusammen simuliert habe. Und warum das so ist, zeige ich euch auch gern nochmal. Dafür habe ich ja meinen Block hier. Meine Idee war jetzt nämlich eigentlich, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich ungefähr vorgehe, wenn ich so eine Box plane. Ja, das Ganze sind nämlich Iterationsschritte zwischen Simulieren und ein bisschen Aufmalen, damit ihr nachher ein schönes Ding habt, was funktioniert. Also grundsätzlich, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, mein Lautsprecherchen ist jetzt 80 cm hoch. Dann malen wir einfach mal 8 cm hier auf, Verhältnis 1 zu 10. Dann habe ich gesagt, ist mein Chassis 0,7 Meter vom Hornanfang. Okay, 0,7 Meter. Dann wäre hier das Chassis. Und das Chassis kann man gleich mal schauen, hier ist in etwa 12,5 Zentimeter im Durchmesser. Das heißt, es geht von hier bis hier. So, hier sitzt das Chassis. Unser schöner Breitbänder. Okay. 70 Zentimeter vom Hornanfang. Das heißt, der Hornanfang wäre dann schon mal hier. Und jetzt überlege ich, wie tief soll dieser Lautsprecher werden. Und ich sage mal, mit einer Innenbreite von 20 Zentimetern können wir, glaube ich, ganz gut leben. Das ist noch nicht zu viel, das wird noch nicht zu tief. Vielleicht ein Tuck mehr. Jedenfalls habe ich mir so gedacht, eine Innenbreite von 20 Zentimetern hätte ich. Dann liegt also hier an dieser Stelle meine Trennwand. Und wenn die Box 80 Zentimeter hoch ist und ich hier so eine 15 mm Multiplexplatte reinpacke, dann bleiben ja so in etwa über 9 cm hier und für einen symmetrischen Verlauf auch wieder 9 cm hier. Das heißt, meine innere Trennwand geht bis 9 cm vor den Deckel, damit diese Umlenkung hier oben genauso aussieht. Was meine ich mit Umlenkung? Ich male es euch einfach ein. Hier ist meine Trennwand drin jetzt. So. Wundervoll. Das Chassis sitzt hier. Hier ist das geschlossene Teil des Hornes mit ein ganz wenig Dämmmaterial drin. Und der Weg, den ich jetzt habe, die gesamte Hornlänge ist, und dann nehme ich immer diese Mitte ungefähr 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 ist hier. Dann muss ich rüber auf die andere Seite. Dann habe ich hier eine Hornlänge von 85. Dann gehe ich wieder runter. 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155. Und ich muss wieder raus aus dem ganzen Lautsprecher. 155 nochmal 5 macht 160 Zentimeter. Das heißt, dieser Laufweg meines Hornes ist jetzt in etwa hier 160 Zentimeter. Das Chassis sitzt auf 0,7 Meter und dementsprechend bekommt ihr da jetzt das, was wir da simuliert haben. Und so könnt ihr ein bisschen gucken. Wenn ihr größer bauen wollt, dann packt doch einfach mal 10 cm dazu unten, simuliert das Ganze und schaut, wie es aussieht. Also ihr könnt mit Eurotron fummeln, macht euch eine Zeichnung, stellt euch vor, wie dieser Lautsprecher aussieht. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie dieser Lautsprecher aussieht, dann finde ich das schon mal ganz cool. Der ist schlank. Wie komme ich übrigens auf 13 cm? Okay, kann ich euch sagen, das Ding ist ja 12,5 breit, dieses Chassis. Und ich habe gedacht, ja, mein Gott, ein Lautsprecher, der so insgesamt 16 cm breit ist, das sollte passen. Und wenn ich dann so ein bisschen die Seitenwände noch abziehe, habe ich eine Innenbreite von etwa 13 cm. So bin ich darauf gekommen.
Wie sieht das ganze Ding jetzt aus, wenn es fertig ist nachher? Weil Optik sagt immer eine Menge aus. Was habe ich gesagt? Das gute Stück ist außen 16. Dann ist es 80 hoch. So. Und das Chassis liegt etwa hier. So, ungefähr sieht das Ding nachher aus. Mehr sieht man von vorne nachher nicht. Das ist eigentlich alles. Und der Ausgang von dem Horn, der liegt dann hinten drin. Hier habe ich es ja so aufgemalt. Hier ist vorne und geht unten hinten raus. Also hinten wird eine Öffnung drin sein, die man so nicht sieht von vorne, wo das gute Stück endet. Eine klassische Transmission Line ist klar, müsste sich verjüngen. Die klassische. Das heißt, eine klassische Transmission Line kann ich auch nochmal schnell aufmalen. Nochmal, vielleicht das gleiche Spiel nochmal. Würde hier schlank anfangen. Blödsinn. Habe ich jetzt natürlich falsch gedacht. Würde breit anfangen. So muss ich es reinmalen. Und würde dann hier schlank aufhören und ausstrahlen. Da wäre das Brett ein bisschen schief drin, dass ich möglichst breit anfange und schmal aufhöre. Dann gibt es ja die TKWT-Geschichten. Da würde es natürlich genau andersrum sein. Da hört es nicht schlank auf, sondern reißt recht breit auf. Wie auch immer, es gibt ja so viele Spielarten und Möglichkeiten. Und genau dafür gibt es Eierthorn. Ich würde sagen, ich mache mir jetzt einen Holzplan und dann schaue ich einfach mal, was bei rumkommt. Sollte aber was werden, denke ich. Die Simulation gefällt mir jedenfalls recht gut. Ich denke mal, damit können wir leben. Eine kleine gefällige Box, nur dies eine Chassis drin, 80 cm hoch, schlank vorne, Öffnung nach hinten. Ich denke mal, nächstes Mal treffen wir uns dann in der Holzwerkstatt. Macht's gut. Tschüss.